Den Frauenlauf gibt es seit 2010. Inzwischen findet er alle 2 Jahre statt und in diesem Jahr das 5. Mal. Der Frauenlauf wird von der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Nordfriesland, also von mir, veranstaltet, gemeinsam mit der LAV Husum. Läufst du eigentlich jedes Jahr mit? Ja klar, also wenn es irgendwie möglich ist, gerne, weil ich auch selber aktive Läuferin bin und da kann ich mich schwer zurückhalten. Beim ersten Mal waren 100 Teilnehmerinnen dabei, jetzt in diesem Jahr 170 Teilnehmerinnen. Welche Strecke wird es heute sein? Ich werde die 5 Kilometer laufen. Und welchen Platz strebst du an? Überhaupt gar kein Zieleinlauf, das ist die Devise. Warum machen Sie hier heute mit? Ich mache hier heute mit, weil ich vor gut 6 Jahren selbst Brustkrebspatientin war, hier in Husum. Bin ja einfach nur froh darüber, dass ich hier teilnehmen darf, dass die Kräfte da sind. Und möchte einfach den Frauen Mut machen, sich zu zeigen, in der Öffentlichkeit präsent zu sein, sich nicht verstecken, in die Bewegung gehen. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Motivation. Die Frauen haben in den letzten Jahren ca. 5.000 Euro erlaufen an Spendengeldern. Diese Summen gingen immer ans Klinikum Nordfriesland. Wir bieten bei dieser Veranstaltung für die Frauen 4 verschiedene Strecken an. Beginnt mit den 1,5 Kilometern Bambina-Lauf für die ganz kleinen Mädchen. Dann haben wir einen 5-Kilometer-Lauf, eine 5-Kilometer-Strecke für Walkerinnen und die Hauptstrecke, den 10-Kilometer-Lauf. Das ist mein erster Frauenlauf. Ich habe das noch nie gemacht, überhaupt noch nie ein Lauf, auch kein Frauenlauf. Ich wollte eigentlich beim Lauf zwischen den Meeren mitmachen mit der Mannschaft von der Stadt Husum, aber da bin ich dann krank geworden, konnte nicht mitmachen. Ich habe gedacht, das nächste Mal mache ich mit und diesmal sind es ja auch nur 5 Kilometer, das traue ich mir zu. Dann wünsche ich euch einen guten Lauf, habt auch ein wenig Spaß. Auf die Plätze! Nach meinem schönsten Erlebnis bei diesen Veranstaltungen fragt, ist es immer wieder, wenn man sieht, dass alle Teilnehmerinnen gesund ins Ziel kommen. Es war eine gute Stimmung, alles wunderbar. Wir hatten viel Spaß und ja, wir sind alle im Ziel angekommen, von daher, das passt schon. Wir führen am Ende der Veranstaltung immer eine Siegerehrung durch. So werden alle 3 ersten Teilnehmerinnen jedes Laufes geehrt und bekommen ein Präsent. Und alle Teilnehmerinnen bekommen eine Urkunde.